heißes Wochenende steht bevor. Drei heiße Tage sind angesagt. Martin, und wie heiß wird es bei euch im Abzelt? Sehr heiß. Ich glaube, dieses Wochenende wird mit eins der heißesten Norrisring-Wochenende, die ich auch miterlebt habe. Sonntag 35 Grad soll es kriegen. Gott, für mich ist es ein bisschen relaxter, weil ich nicht mehr im Auto sitzen muss. Aber nichtsdestotrotz, Norrisring ist immer schwierig, nicht wirklich kalkulierbar. Das haben wir die letzten Jahre gesehen. Und von dem her wird es an der Boxenmauer, wenn man die Strategie macht, natürlich auch nicht wirklich viel einfacher. Am Sonntag in Zandvoort habe ich gesagt, gewaltige Strategie gehabt, B1 mit dem Feller, das war eine richtig tolle Performance, die was ihr geliefert habt. Ja, und da wollen wir auch anknüpfen jetzt hier am Norrisring, aber ja, im Zandvoort, Ricardo Feller hat wirklich einen tollen Job gemacht, von der Pole gestartet, dann souveränes Rennen gefahren, aber auch Kelvin van der Linde, der von Position 11 gestartet ist und bis auf 6 vorgekommen ist, tollen Speed gehabt hat, tolle Zweikämpfe gehabt hat. Also am Sonntag hat alles gut funktioniert und ich hoffe, dass wir den Elan und Schwung jetzt mitnehmen können hier ins Norrisring-Wochenende. Martin, kannst du dich noch erinnern an deine Zeit hier am Norrisring? Ja, so lange ist es ja noch nicht her, also von dem her kann ich mich natürlich erinnern. Bin, glaube ich, hier 22 Jahre selbst im Kreis gefahren mit verschiedenen Klassen. Ja, es hat seinen eigenen Flair, seinen besonderen und es ist immer schön, dass wir solche Veranstaltungen in der momentanen Zeit noch durchführen können.